Hallo Freunde, willkommen zurück auf USA Legend. Ich habe den Verkehr ausgeschaltet, gibst du? Also so rücksichtslos wie die fahren, bringt das mir gar nichts. Das macht auf jeden Fall keinen Spaß. Ich habe gehört, ich will mir den Fuhrpark vornehmen. Also erstmal muss ich wissen, was kann unser Silo? Kriege das alles in Silo rein? Habe ich ein Multisilo? Wo fangen wir an? Das sieht sehr alles nach Gras aus. Die 7er wäre schön. Kostet natürlich mal die Hälfte von dem, was wir besitzen. Der hat gar keine Nummer. Kostet aber nicht viel weniger. Das runde Ding zu mähen wird wahrscheinlich eine Katastrophe werden. Das ist dann noch ein bisschen größer. Also die 300 brauchen wir auf jeden Fall, so wie es aussieht. Ist ja noch teurer. Schon weiter weg. Teuer. 23. Also ich kaufe die. Wenn das so mies ist. Schauen wir uns an. Nehmen wir den kleinen hier. Ich habe jetzt außenrum schon mal die Linie gezogen, einmal rundherum. Auf dem Hof habe ich noch nicht, weil ich noch keine Ahnung habe, was das werden soll. Wie ich die Verkehrsführung auf dem Hof haben will. So, das ist das hier. Das sieht nach Gras aus. Ist eine Straßenkante. Das sind die Bäume, die der anzeigt. Ja? Seht ihr das richtig? Gut. Also ich kaufe die 7. Den gibt es, den interessiert mich auf jeden Fall. Damit trennen wir uns von ein paar Sachen, die ich nicht brauche bei der Größe. Die Grastechnik können wir weglassen. So, Ladewagen brauchen wir. Ballen werde ich nicht pressen. Das heißt, wir haben gerade unsere Wiese bezahlt. Eben unseren Autodrive einschalten. Ups.
Motor an. Es wird jetzt besser, weil ich keinen Verkehr habe hier. Was mich interessiert, wo ist der Shop? Where is the Shoppy? Northern Rail Station haben wir hier. Der Shop ist da unten gleich. Gleich bei mir um der Ecke, das ist gut. Hey, yeah. Fing gut an. So. B7 markieren wir uns mal. Dann haben wir noch eine Linie. Über einen Punkt. Nicht freiwillig. Okay. So, dann machen wir die Innenbahn noch. Gehen schon mal bis zum Shop. Die ist ruckelt gewaltig, ja. Kann natürlich sein, dass diese Map zu groß ist für meinen Rechner. Wäre schade. So, du wirst jetzt in den Shop kommen. Hier ist der Shop. Jetzt mal ein Haltepunkt. Es kann sein, dass die Linien noch verändern müssen später. Ich weiß nicht, wo der die neue Ware hinpackt. So, ich möchte den nächsten noch verbinden mit der Linie. Kommen wir schon aus der Seitenstraße.
Ich kann schon rausgetragen mit dem LKW. Okay. Jetzt haben wir den Shop gesehen. Was gibt es denn noch zu sehen? Guide Dog Ranch Boxes. Pferdestall. Ranch Stable. Farmer's Green. Okay, so. Diary da unten. Das ist ganz schön versteckt, das Ding da. Der Weinhändler. Das ist reichlich eng alles da unten. Es gibt Riesenfelder, aber. Da jetzt mal hinzukommen. Da ist eine Tankstelle, ist gut zu wissen. Da ist eine Tankstelle. Viehweide. Wenn in der Nähe keine Tankstelle, seht ihr das richtig? Da ist eine Tankstelle. Die können wir uns auch mal anschauen. Das mache ich jetzt auch. Denn irgendwann müssen wir tanken, da kommen wir nicht drum rum. Hey, da gibt es gar keine Verbindung. Dann kann es nicht funktionieren. Das sollte schon mal da sein. Das muss ich noch sauberer machen. Er zieht die gewaltig in die Mitte, weiß gar nicht warum. Also auf der Karte sieht es enger aus. Wieso geht es an der Baustelle? Shit. Kann er nicht vorher ein bisschen warnen? Also Schild vorher wäre angebracht. So.
Mach's da wieder einspurig. Ich habe noch gesagt, das ist reichlich eng, ne? Über der Fahrbahn oder auf der Straße. Da ist ein Schild, kein Durchfahren. Das heißt, ich kann jetzt Jäger mal weiterfahren. Ist das da? Rail Silo. Shield Station. Kann das, wenn ich rechts ab muss, oder ist das hier? Ich hätte doch einspurig machen sollen. Ein unbeschränkter Bahnübergang. Da ist schon so manchen Hänger verloren auf einer anderen Karte. Das war auch eine amerikanische. Also gegen der Kunden kommen gleich die Autodrive-Linien ziehen, das ist gut. Aber, das sieht ganz schön raus. Also, kleine Autoriesen-Wendekreis, das muss ich immer verbessern. So, da geht's jetzt zurück. Also das Klackern ist mein Tastatur. Ich spiele nicht mit Lenkrad. Ich habe gar kein Lenkrad. Kann ich auch nicht spielen. Das sieht in der Sägemühle aus. Jetzt glaube ich in die falsche Richtung gefahren. Ich hätte nach rechts gemusst, klar. Oder komme ich da? Kann das sein, ich habe mich verfahren, ne? Oder ist das mein Kreisel? Das ist mein Kreisel, da war ich schon mal. Okay. Schon okay, das ist mein Kreisel. Kann man
den mit dem schon mal verbinden. Dann kann man den mit dem verbinden und den mit dem. So. Dann kreisen wir noch ein bisschen bis nach Hause fahren. Und das war nur ein kleiner Ausflug. Das ist schon etwas Größeres hier. So, den mal aus. Wir sind aber auch schon wieder am Ende. Wir haben jetzt nur die Gegend angesehen. Das ist ein Düngestreuer oder was? Ein Miststreuer. So wie es aussieht. Oder? So, ich kann meinen Wasseranschluss schon mal planen. Dann mache ich noch eben. Damit, wenn wir irgendwann soweit sind, arbeiten können. Das ist ein Kapus hier. Ja, von mir aus lassen wir es. Weiß ich, warum das nicht da reingeht. Egal. Ist jetzt schon fertig, oder wie? Normalerweise dauert das doch. Okay, also, lasst Däumchen da. Und ich überlege, ob das hier Sinn macht. Bis zum nächsten Mal.